Hallöchen! Ich bin der Waldanwesen-Willi und heute werden wir uns mal das Waldanwesen wirklich angucken. Und wir sind, für alle, die sich fragen, im Stream die 20.000 Blöcke wieder hier hingewandert. Wir haben sonst nichts gemacht. Also man hat nichts verpasst, aber wir streamen jeden Mittwoch um 20 Uhr hier auf YouTube, für alle, die dies noch nicht wissen. Und deswegen werden wir uns jetzt doch nochmal und ernsthaft das Waldanwesen angucken. Und damit willkommen zu einem weiteren Video vom Bedrock Guide. Natürlich ist mein Name nicht Waldanwesen Willi, sondern Lars LP. Und ich habe jetzt ein bisschen Angst. Aber wenn dir der Bedrock Guide gefällt, dann kannst du das Video gerne liken. Und wenn noch nicht geschehen, den Kanal kostenlos abonnieren. Ich räume jetzt erstmal hier ein bisschen auf. Das ist ein bisschen schwierig. Wir sind mit sehr, sehr viel komischen Kram hier angekommen. Und vielleicht wäre ein Schild doch mal von Vorteil für die ganzen Johnnies, die hier rumrennen. Die wir auch da eingebaut haben. Und ich will den gar nicht wieder freibauen. Ich lasse den gleich da drinnen, den guten Kerl. Habe ich hier noch Holz irgendwie? Ja, dann können wir nämlich gerade ein Schild machen. Und dann schauen wir mal, was es hier so gibt. Ich dachte gerade, wir haben uns da oben. Da, guck mal. Das Waldanwesen besteht aus 3 Etagen. Erdgeschoss, 1. und 2. Etage. Wir fangen hier unten mal an. Und die rechte Seite hatten wir ja schon in dem vorletzten Video geklärt. Aber nochmal kurz für alle die, die es nicht gesehen haben. Es gibt immer so lange Gänge und verschiedene Räume mit verschiedenen Goodies drin. Ne? Hier ist zum Beispiel eine kleine Farm, da kann man sich kurz was zu essen besorgen, wenn man nichts dabei haben sollte. Ich habe jetzt mal genug dabei. Und wir schauen jetzt mal hier auf der Seite, ob wir noch einen Johnny finden. Denn der Johnny, eigentlich sind es Diener, aber wenn man sie Johnny, J-O-H-N-N-Y nennt, dann drehen die durch und greifen einfach alles und jeden an. Egal, ob Freund oder Feind. Deswegen nenne ich die Johnny. Jetzt müssen wir mal gucken, ob wir hier irgendwo... Oh, hier ist es so dunkel. Hier irgendwo... Was ist das denn hier? Was ist das denn hier? Ah, Melones. Melones. Vor allem könnt ihr das Waldanwesen abreißen, wenn ihr viele Ressourcen wollt. Also wollt ihr viel, viel Holz, viele Bücher, viel von allem, dann könnt ihr das hier völlig auseinandernehmen. Dafür ist es sehr, sehr gut geeignet. Ich muss mal gucken, dass ich hier noch irgendwo... Ah, da oben auch Melone. Ob ich hier noch irgendwo ein paar Fackeln oder ein bisschen Kohle finde. Was haben wir hier? Ah, hier ist Lava drin. Aber sonst leider auch nichts. Ein Amboss. Okay. Da ist so ein Johnny. Und ja, diese Johnnies hauen sehr, sehr böse zu. Aber, oh, Creepermann! Aber die sind halt echt gut geeignet, weil die Diener, die hier spawnen, sobald das Waldanwesen generiert wird, und auch nicht despawnen, aber auch nicht respawnen. Das heißt, einmal umgehauen, wird es die nie wieder geben. Hier haben wir einen Lagerraum. Leider sind die Kisten alle leer. Ihr könnt es gerne durchgucken, aber leider sind die hier alle leer. Das ist ein bisschen schade. Da kommt er schon, er hat seine Axt gezückt und jetzt dreht er durch. Pass auf. Okay, jetzt gebe ich dir. Ich zeig dir, wie es... Warum bist du so langsam? Was mit dir? Okay. Zack. Wunderbar. Das war jetzt sehr, sehr einfach mit dem Schild. Haltbarkeit 2, Eisenachs. Naja, kann man entzaubern, wenn man möchte. Aber gut, ich brauche Fackeln. Das Fackelproblem könnt ihr einfach lösen. Indem ihr ein bisschen von dem Haus abbaut, holt euch einen Ofen. Wir hatten ja hier noch 2. Ansonsten baut ihr hier vorne einfach ein bisschen Bruchstein ab. Ne? Macht euch einen Ofen fertig. Dann könnt ihr hier nämlich... So und so machen und schon geht's los. Und schon haben wir einen Haufen Fackeln. Weiter geht's. Die letzten 2 Räume im Erdgeschoss. Ich höre hier links irgendwie auch Lager. Okay. Leider alles leer, wie gesagt. Und hier, ja, Gefängniszellen. Da ist auch nichts drin als immer. Ja, eine... Okay, warum auch immer man da durchkommt. Aber in diesen Zellen sind immer nur ein Kessel. Das ist schade, aber gut. Manchmal gibt es über der Tür eine Truhe, ist aber eher selten. Kommen wir zur Etage Nummer 2 oder 1. Hier ist der Erdgeschoss. Okidoki. Oh, ein Magier. Und jetzt habe ich nicht aufgepasst. Okay, einfach direkt auf ihn mit Gebrüll. Nein, nein, hör auf. Danke. So, wir waren schnell genug. Die kleinen Plagegeister sind nämlich echt nervig, die der spawnt. Die können nämlich durch Blöcke durchfliegen und deswegen sind die so ein bisschen nervig zu besiegen. Weil die recht klein sind und dann aus der Wand kommen und in die Wand verschwinden und so. Vielleicht sehen wir es gleich nochmal. Aber hier haben wir einen kleinen Aufenthaltsraum mit ganz vielen Bücherregalen. Ja, eben schon gesagt, ne, gerade Holz und Bücherregale findet man hier ohne Ende. Und manchmal ist oben auf dieser Mauer noch eine Truhe, aber hier jetzt nicht. Mann, wir haben echt Pech. Schlafzimmer. Und alles leer. Mann, wir haben so viel Pech.
Guck mal, da ist eine Hühnchenstatue. Da gehen wir gleich auch nochmal rein. Hier ist auch nichts, schade. Hühnchenstatue. Hallo, Andy. Hallo, Andy. Ja, komm her. Komm. Give it to me. Give it to me. Hat keinen Bock, ne? Der Enderman. Der hat keinen Bock. Okay. Dann schauen wir mal in die Statue. Ach, da ist er wieder. Ja, ist doch gut. Danke. Schauen wir mal in die Statue rein. Denn gerade in diesen Statuen sind meistens Schätze versteckt. Hier in der Hühnchenstatue glaube ich jetzt eher weniger. Mehr in der Dienerstatue. Da sind dann immer so ein Lapisblock drin, Goldblock drin, irgendwie sowas. Hier jetzt leider nicht. Wir nehmen es aber trotzdem mal weiter auseinander. Wir gucken mal. Vielleicht finden wir doch noch was. Schade, kein Glück. Katzenstatue, da könnte auch was drin sein. Was wir aber unbedingt beachten und aufpassen müssen, es gibt nämlich geheime Räume, ist zum Beispiel hier, ist ein Einerraum. Und wir sehen ja, dass Wald am Wesens immer in diese Quadrate unterteilt oder in diese Karrees, ne? Hier geht jetzt zwei lang, das heißt, hinter der Wand ist kein Geheimraum. Was ist hier? Geht es hier auch zwei lang? Kein Geheimraum, okay. Das muss man aber ein bisschen aufpassen, also muss man ein bisschen beachten. Wir haben nämlich hier zum Beispiel, das geht nach hinten raus, aber hier nicht. Jetzt ist die Frage, kommen wir vielleicht von der anderen Seite des Flurs da rein? Oder? Ja, vielleicht, wir gucken mal. Hallo? Nein, oder? Oder? Doch, Treppenhaus. Hier ist ein Treppenhaus. Das heißt, hier kommen wir später nochmal hoch. Dann gucken wir uns erstmal die Katzenstatue an. Wir müssen hier mal ein bisschen drumherum ausleuchten. Leider nein. Mann, wir haben aber auch kein Glück. Ist hier ein Secret Room? Auch nicht. Aber hier ist der Kampfring. Genau, der Kampfring ist auch immer ein recht interessanter Raum. Weil hier gibt es immer irgendwo eine Leiter hoch in diese obere Galerie. Hier. Und da oben sind eigentlich immer ein bis zwei Truhen. Eine Truhe, yeah. Was drin? Wow. Super Party. Ja, komm, hier. Oh wei, das hat sich ja jetzt mega gelohnt. Letzter Raum in der ersten Etage. Oh, guck mal, eine Spinne. Hallo, Spinne. Nein. Und das ist ein ziemlich großer Block hier, ne? Okay. Regalgänge. Wer Bücher braucht, bitteschön. Hier sind ein paar Bücher. Truhen sind da oben nicht. Wir können zwar mal gucken, aber ich glaube nicht, dass da oben irgendeine Truhe sein wird. Wir schauen mal. So. Und Fackel. Nö, keine Truhen. Gut, dann können wir weitergehen. Kommen wir zur letzten Etage. Ey. Die hauen wirklich böse zu. Also da müsst ihr aufpassen. Da ist ja noch so einer. Hallo. Danke. Und das ist gruselig. Aber wir wissen jetzt schon, wir müssen da reingucken. Okay, Außenwand. Schade. Da hätte auch was drin sein können. Boah, haben wir einen Pech. Wir haben richtig viel Pech. So, gibt es hier einen Secret Room? Nein, hier ist auch kein Secret Room. Oh Mann. Wie sieht das hier aus? Wow. Eine ganze Mansion. Eine ganze. Für exakt eine Truhe, einen Magier. Das ist mal richtig schlecht. Also einfach schlecht. Okay, bevor wir abreisen, müssen wir aber ein paar Dinge noch machen. Wir müssen als allererstes Schwarzeiche auseinandernehmen. Ja, klingt komisch, ist aber so. Wir müssen nämlich Schwarzeichen-Setzlinge mitnehmen, damit wir nämlich zu Hause schön selber Schwarzeiche anpflanzen können und das Holz auch noch bekommen. Ist nicht unbedingt das passendste Holz für die Wüste, kann man aber machen. Und vergesst nicht, Schwarzeiche braucht 4 Setzlinge, weil es muss 2x2 sein. Und was brauchen wir noch? Raketen, genau, wir brauchen noch Raketen. 21 Stück, damit sollten wir eigentlich nach Hause fliegen können. Ich schlafe nochmal kurz. Ich habe keine Lust nachts im Regen. Und weil wir im Stream ja schlau sind, sind wir durch den Nether gegangen. 2.500 Blöcke in die Richtung, fast 1.000 Blöcke in die andere Richtung. Und dann sind wir schon zu Hause. Nein, meine Dorfbewohner, nein! Home sweet home. Endlich wieder da. Die alten Klamotten wieder dabei. Wir haben ein paar Setzlinge. Wir haben das Waldanwesen gesehen. Aber wir brauchen noch die Frage des Tages. Die Frage des Tages kommt von FreeMind und er fragt, ob man ein Dorf abbauen kann, damit es kein Dorf mehr ist. FreeMind, ja, das kannst du. Denn ein Dorf hat ein paar Regeln, zumindest in der Bedrock, in der Java auch, aber die unterscheiden sich. Ja,
Du könntest das Dorf hier abreißen und hier wäre kein Dorf mehr. Damit etwas als Dorf gilt, kann man sich das ganz einfach denken. Du brauchst eine gewisse Anzahl an Dorfbewohner und Betten. Ab wann es als ein Dorf gilt, das erkennst du an denen da. Wenn Katzen spawnen, dann ist es ein Dorf. Klingt erstmal komisch, ist aber so. Ansonsten, in der Bedrock brauchst du für ein vollwertiges Dorf 10 Dorfbewohner und 20 Betten. Dann spawnen noch Eisengolems und dann hast du das Maximallevel an Dorf erreicht. Ich nenne es jetzt mal Level, ich weiß nicht, wie ich es sonst nennen soll, aber das ist ja quasi die Idee, die wir hinter unserer Eisenfarm haben. Wir haben 10 Dorfbewohner, die da hinten eingesperrt sind in diesen Block da drüben. Wir haben 20 Betten in der Mitte und das ist ein Dorf. Klingt erstmal merkwürdig und sieht merkwürdig aus, aber das ist ja die Grundidee. Und deswegen spawnen hier halt Eisengolems und Katzen. Sobald wir hier ein bisschen rumstehen, da ist doch ein Golem. Na endlich. Also haben wir eigentlich 2 Fragen des Tages. Ja, die Eisenfarm funktioniert. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Wenn ja, kannst du gerne liken, wenn euch geschehen, den Kanal kostenlos abonnieren. Und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Vielen lieben Dank. Ciao. Mit V.